Willkommen zurück bei Biomutant. Um bei Viz die nächste Aufgabe abzugeben. Und ich hoffe mal, es kann jetzt Richtung Weltenfresser gehen. Also, nach dem Intro sehen wir uns wieder und dann schauen wir mal, was Viz zu bieten hat. Also, bis gleich. So, dann schauen wir mal, was Viz von mir möchte. Der Pyrostab hat ordentlich Wumms, aber zielen... Das hofft er, da es keinen Plan B gibt. Oder besser gesagt, keinen Plan C. Für Steinalt ist es bereits Plan B. Plan A war der Kampf gegen die Weltenfresser zu Fuß, oder in diesem Fall flatternd. Es war offensichtlich keine gute Idee, da hinunterzutauchen. Viz hat an einer weiteren Kanone gearbeitet. Doch statt Kugeln verschießt sie Guppos, schuppige Ablenkungen für jeden mit einer Unersättlichkeitsstörung, was besonders auf den Trübschnabber zutrifft. Wenn du nach Guppos suchst, solltest du mit Kime reden. Er verfügt quasi über einen natürlichen Sonar und weiß, wo die Guppos im Nass schwimmen. Kime. Das bedeutet, du solltest Kime einen Besuch bei Gurgelgrund ab. Guppos sind wuselige Wesen und extrem schnell. Alles klar. Gut, dass ich Kime schon kenne. Ah, dann sprechen wir nochmal mit Kime. Wir haben ja sonst nichts zu tun hier. Ich hatte doch Kime an den See gebracht. Jetzt ist er wieder hier. Sein Kumpel Viz benötigt aus irgendeinem Grund Guppos. Kime weist dich gerne in die richtige Richtung. Mein Freund. Aber hier wirst du nur tote Exemplare finden. Er ist ziemlich sicher, dass Viz nur Lebende will. Zumindest die, die nicht bereits verwesen. Wenn du der richtigen Richtung folgst, solltest du jedoch ein sauberes Stück Nass mit einigen Guppos finden. Dann kannst du sie zu Viz bringen und er kann tun, was auch immer er vorhat. Es macht ihn doppelt glücklich, dir und Viz zu helfen. Die Guppogrotte, ja supi. Lausche den Kreaturen der Nacht. Mal ganz ehrlich, wie komme ich da hin? Eine Ziegelhütte, die noch steht. Welch ein Fund. Mal ganz ehrlich, wie soll man denn da oben hochkommen?
Interessiert mich jetzt einfach mal so. Wie soll das mit der Seilrutsche funktionieren, wenn ich da nicht hochkomme? Gut, es ist hier eh meine Richtung, also von da heraus. Was für eine Ausstrahlung. Voll auf die 12. Ein Volltreffer. Mann, immer diese Überraschungsangriffe. So, aber wie gesagt, ich muss eh hier runter. Best demnach völlig egal, dass es eingestellt ist. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das vielleicht da ist. Bedecke deine Augen, falls das Tageslicht schmerzhaft ist. Ein Ressourcentotem. Ja, etwas Emel für dich. Haben wir schon? Schon wieder so eine Stelle, wo ich meinen Glibbergleiter nicht benutzen kann. Was soll der Käse denn?
begrenzt förmlich. Wunderschön. Das ist eine Guppo-Grotte. Die Welt muss gerettet werden. Mach das Beste aus dem Tag. Das ist aber kein Wasser, das ist Glibber, oder? Das heißt, ein Glibbergrotte, das ist hier unten eine Wasserreinigung gibt oder sowas? Sollte nützlich sein. Okay, ein Weg, den Wasserstand zu senken. Diesmal stand's besser. Das solltest du behalten. Hier lauern die Gefahren hinter jeder Ecke. Muss nur gucken, wann sie hochspringen. Schön, finde einen Weg nach draußen. Nächstes Mal läuft dieser Raum voll, würde ich sagen. Fest versperrt. Kettenblatt, cool. Echt kompliziert.
müsste man so ein bisschen um die Ecke diesmal denken. Ah, die Erkältung ist immer noch nicht weg. Okay. Was ist der Grünautomat? Es würde mich jetzt interessieren, was soll ein Grünautomat sein? Befasse dich erst mit Ärger, wenn er sich zeigt. Wie gesagt, interessiert mich jetzt mal so generell, ne? Hm, alles klar, das ist die Fabrik. Was soll denn ein Grünautomat sein? Ist das ein Pflanzautomat oder sowas?
unten gibt es wesentlich mehr, als man denkt. Offensichtlich komme ich da nicht mehr rein. Na, ist ja auch egal. Gut, da war auch kein Wiki, der manchmal ist ja hinter den Wasserfällen was gewesen, aber hier auch nicht. Ja, dann gibt es an der Stelle anscheinend nichts. Das ist der Grünautomat. Oh, nee, ne? Alles klar. So, der Durchgang interessiert mich noch. Und dann gehen wir zurück zu Wiss. Wird Zeit, den Weltenfresser anzugehen. Die Pichu-Festung. Was die wohl von dir halten? Pichu-Festung, ah. Das ist eine der Festungen, die ich nicht angreifen durfte. Weil ich gesagt habe, wir machen auf Frieden. Mal sehen. Übernimm dich hier lieber nicht. Das könnte ungesund sein. Sieht doch mal grundsätzlich richtig geil aus, ne? Also die Festung hat was. Wo ist jetzt dieser Eingang? Ist der da oben?
Da draußen könnte alles lauern. Es ist auch wieder so ein Durchgang, den man nicht erreicht anscheinend. Ja, da kommt man nicht hin. Auch wieder so ein Ort der Geheimnisse, wo man nicht hinkommt. Ich vermute mal, es ist eine Geschichte, die was mit der Pichu-Festung selber zu tun hat. Gut, aber nicht mein Problem im Moment. Der Weltenfresser wartet. Und das Ganze dann natürlich in der nächsten Folge.